Ja, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption. Wir machen heute weiter mit der nächsten Mission, wollen da auch noch mal ein bisschen ansetzen. Und das ist dann auch, Moment, ich gucke gerade auf die Karte. Oh Gott, das ist ja noch so ein bisschen hin. Guck, für 300 Dollar. Ach, wir müssen da, oh Gott, ah gut, von wegen, wir müssen. Wir können dann mal eben easy peasy zu Fuß hingehen. Das können wir nämlich nicht. Pferdchen, ich brauch dich mal. So. Pferdchen will nicht folgen, wenn es im Lager ist. Okay, deswegen. Wir brauchen mein Pferd. Ich brauch mein Pferdchen. Da bist du. Und let's go. In der letzten Folge waren wir mal wieder ein bisschen mit dem kleinen Jack angeln und heute geht's ein bisschen weiter. Ja, ich stehe genau auf dem Weg. Wir gehen heute durch und gucken mal, was der gute Mika für uns hat. Den wir ja in der, boah, keine Ahnung, 4 Folgen, 5 Folgen her ist es her, da haben wir den ja aus dem Knast geholt. Und jetzt hat er schon einen Auftrag für uns. Das werden wir jetzt machen. Folge 21. Wir sind wieder da am Start mit Red Dead Redemption 2. Ich muss jetzt auch wieder ein bisschen was vorbereiten, weil Freitag fahre ich mal jemanden besuchen. Ich habe mal Sakata. Und da freue ich mich auch schon drauf, auf jeden Fall. Und ja, wird schon cool. So, das heißt, ich kann nicht viel mit dem machen, mit dem Aufnehmen Freitag, Samstag. Achso, das sind jetzt gerade. Unentdeckte Flecke der Karte oder ergibt es hier irgendwas? Das ist halt das Problem. So. Ah, hier gäbe es was. Okay. Das ist nur eine Fragezeichen-Mission. Aber da wollen wir gerade gar nicht hin. Wir wollen nämlich ja Mission machen. Hauptmission, ja. Wir wollen ein bisschen Hauptmission machen. Wir sind immer noch in einem Feld, in einem Fleck, wo wir eigentlich nichts zu suchen haben. Wir sollten hier eigentlich auch ein bisschen gucken, dass wir nicht zu sehr aufsehen erregen, weil ich habe die 300 Dollar eben nicht. Also ich muss gerade wieder ein bisschen Luft holen. Beziehungsweise nicht ich, mein Pferdchen. So, wie viel haben wir denn noch? Wie viele Meter? Oder wie weit haben wir noch? Oh, es ist noch ein kleines Stück, aber es ist nicht mehr so weit. Na gut, 300 Dollar ist viel Kohle, ne? So, jetzt haben wir da ein bisschen Luft geholt. Also, wir sind mein Pferdchen wieder mit so heute. Bisschen durchgeatmet. Das heißt, wir können wieder ein bisschen Tempo machen jetzt. Da vorne sind wieder größere Gruppe Personen. Aber wie gesagt, wir werden gucken, dass wir so unauffällig wie möglich die Mission machen. So, die nächste Mission, die ist hier oben. So, Kollege, wo bist du? Da hinten irgendwo. Hier sitzt er. Hey Arthur. Good to Hallo. see you. Ja. You want rescuing again, dear? No. I got a plan to make it up to you. A plan like the Blackwater Ferry job or like you going off scouting and ending up in jail? Dutch said you was a big shadow cast by a tiny tree. I don't even know what that means. I thought you was a tough boy. Not one of those gentlemen trying to protect his riding clothes. I just know whenever things get real, you turn yellow, lose your head. Yellow? Sure
Seems that way. So I guess you won't be riding with me to rob the banking coach comes about this time in the Strawberry. I heard one of the O'Driscoll boys yapping about it while I was inside. You and me? The robbery? That's what I said, didn't I? After you. Come on. I know an overlook where we can watch for them coming in. Okay. Warte mal, ich muss mal gerade ganz kurz den Wegpunkt wegmachen. What are you doing anyway, camping out here like some crazy hermit? Can't exactly stay in town now, can I? Like I told you, I ain't going back to Dodge without a peace offering. So what's the deal with this coach? What do you mean? Comes through about this time every day, like I said, the end. I mean, how many men? Guns, riders, nothing serious. It'll be fine. I heard the bank's been hiring every trigger man they can get of late. The meaner, the better. You worry too much. Forgive me if I ain't wholly faithful in something an old O'Driscoll told you when you was half drunk in a jail cell. He kept yapping about it, saying how they've been hitting it on the regular. That's a good lead in my book. Damn, O'Driscolls are everywhere now. Es scheint so. Heard they took over some big ranch north of here. How the hell you and Lenny end up down here anyway? Oh, you know how it is? A few loose ends, drink here, drink there. What loose ends? Nothing that needs to concern you. I always pay my share. It concerns me when you put us in danger and we don't realize till it's too late. Like that move you pulled in Strawberry, making me kill half the town just for your precious guns. Precious they are. You need to roll a little looser, Morgan. Looser? I seen you come full undone more than once now, and you only been running with us a few months. Are we gonna rob this coach or bicker about it? What's done is done. Guess we're robbing it. Then let's do it. Sieht so aus, als müssen wir wieder O'Driscolls jagen. Das ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal, seit die Story läuft. Naja, vielleicht ist es jetzt das Ende dann am Ende von dieser Familie. Aber, naja, wer weiß, was das Spiel noch für Überraschungen uns parat hält. Verbundene gesteigert, Stufe 3. Ausdauer auf Stufe 5, das ist immer gut. Wo anhalten? Ich würde jetzt gerne mal folgen, komm. Tough guy. They should be here any minute. Look, there they are. Right on time. Get covered up. Come on! Ride! Yeah. Oh, ich sollte mal auch auf die Mission zu konzentrieren.
Oh, Alter. Erledigt. Was ist denn jetzt passiert? Die Postkutsche ist von einer Klippe gestürzt? Wieso das? Warum macht die das? Ich hatte jetzt gerade die Typen weg. Aber der braucht ziemlich lange beim Nachladen. So, wir müssen nochmal neu probieren. So, wir müssen es auch mal probieren. Oh, Alter. Ja, der ist erledigt. Den hat's auch heruntergehauen. Oh, den auch, jawohl. Jawohl, ich hab's erwischt. So, dann haben wir das auch erledigt. Die Frage ist, wohin müssen wir? Oh, ein Repetiergewehr, sehr schön. Bewusst so, ja, deswegen kein Weg, um mal diese Cutscene hier zu haben. Den hat's erledigt. Jawohl, und den hat's, glaube ich, auch direkt mit hinterher geholt. Jawohl, den auch. Ah, das Problem, die hat echt kaum Schüsse, die Waffe. Okay, das ist erledigt. Dann was anderes mit der anderen Waffe. Jawohl.
So, kommt her. Jawohl, und dich hat's auch weggenommen. Den hat's auch erledigt. Jawohl. So. Den direkt mit dem Fahrrad habe ich geholt. Tot. Tot. Erledigt. Den plündern wir. Hallo, nicht weg. Schwimm hier, Kollege. Ein bisschen Geld. So. Ich nehme mal gerade alles mit hier. Munition, 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 alles Munition, Alter. Wie viel einfach rumliegen. Begibt sich Zimika an der Postkutsche, ja, das weiß ich auch. Ich nehme nur gerade mal ein bisschen die Jungs hier aus. Ich plündere. Die Scheiße braucht ihr nämlich nicht mehr. Oh, hier liegt doch noch irgendwo was. Moment, was ist denn der? Hier hinter. Moment, hier liegt doch noch einer. Hier liegt der Kollege. So, und ich glaube, ich habe da noch alle, ne? Oder habe ich hier... Ne, da oben. Da ist noch einer. Da sind noch mehrere. Wo ist denn der? Hier. Der andere ist direkt hier neben. Ne, der ist tot. Den habe ich schon. Dann ist der hier. Ich sollte nicht zu weit reingehen, weil... Kann ich hier nicht plündern? Doch, hier ist der. Hier chillt er sein Leben. Oh nein, lauf nicht weg. Da mal ein Dollar, da mal ein Dollar. Das macht am Ende auch sehr, sehr viel aus. So, ich glaube, dann haben wir alle. Wenn jetzt... So, ich müsste... eigentlich alle haben, bis auf den einen, der hier noch liegt. So. Eine silberne Taschenuhr, die man auch irgendwann mal versetzen kann. So. Was für ein Schloss? Moment. Ist der hier hinten? Moment. Dann hast du es selber gemacht. Guck mal, was da drin ist. Ein River voll Dado Driscolls und eine Lockbox. I'd say we're golden here, Morgan. Look at money, money, money. What's the cut here? It's good. Make sure the gang gets its piece. Yeah, yeah. Like I said, big shadow, tiny tree. And like I said, that still don't mean nothing. Get out of here. Go see Dutch. Make sure you ain't followed. I know, boss. I know. It's been fun. Oui.
400 Dollar gekriegt. Also ich sammelte 1200 Dollar. Respekt. So, dann könnten wir eigentlich auch direkt in die nächste Stadt mal das Kopfgeld auslösen. Moment, ich gucke gerade, wo die nächste Stadt wäre. Um... Oh, die wäre da ein ordentliches Stück noch zu reiten. Allerdings entweder dahin. Die Frage ist, ist das hier näher? Warte mal, wo ist denn überhaupt die nächste Mission? Der war gerade. Die ist da oben. Hier, Junge. Also wenn ich jetzt ehrlich bin, ist es jetzt einfacher, hier unten die Postmeisterei zu machen. Ich werde jetzt eigentlich gerne die 300 Dollar zahlen, weil ich habe sie jetzt gerade einfach mal. Und dann habe ich zumindest das Kopfgeld mal weg. Ich meine, wir haben dicke Kohle gemacht gerade. Wir haben ja, die Jungs haben ein bisschen ausgenommen. So. Na gut, es ist jetzt trotzdem immer noch ein Stück zu reiten. Ich lasse jetzt auch größtenteils jetzt mal hier die alle in Ruhe so ein bisschen mal. Ich kann natürlich auch die jetzt. Ich kann ja halt auch die NPCs hier ein bisschen überfallen können und alles rum und dran, aber. Nee. Warte mal. Oh, so weit war es ja gar nicht. Weil hier ist nämlich die Passmeisterei. Moment. Weil ich will mein Kopfgeld bezahlen. So. Machen wir das direkt auch? Einmal kurz absteigen. Na gut, ich jetzt werde jetzt auch festhalten. Ich hoffe, dass es mir nicht wegläuft. Beamter. Kopfgeld zahlen. Alles bezahlen. Dann haben wir das. West Elizabeth ausgezahlt. So, dann sind wir wieder so ein bisschen weit, sind wir wieder ein bisschen, ja, warte, was haben wir denn hier unten? Oh, ja gut, Blackwater sollten wir eigentlich meiden, weil da sind wir unerwünscht, aber absolut unerwünscht, weil wir der Tod oder lebendig. Da wollen wir uns richtig ans Leder. So, die nächste Mission wäre hier oben mit John Marston, so heißt der Kollege. Ich muss mal gerade auf die Uhrzeit gucken. Folge ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten. Jetzt sind wir jetzt gerade. Gut, es ist dann halt mal eine kurze Folge. Eigentlich will ich will die ja missionsweise machen. Oh, aber wir hatten Action, muss man sagen. Wir haben den Postcoach überfallen. Wir haben die Driscolls, ja. Warte, was willst du jetzt von mir? Wo willst du hin? Was willst du? Arschloch. Pferdchen, komm mal her wieder. So. Ich stecke mal die Waffe wieder weg. Der Penner, da wollte der einfach mal kurz unser Pferdchen stehlen. Das war seine letzte Tat. Warte mal, ich kann mal kurz. Nee, ich nehme ihn noch mal kurz aus. Ich bin da so ein Fan von. Oh. Haben oder nicht haben? Wir sind Munition mitbekommen. Und er hat noch ein bisschen was an Geld und Arznei dabei gehabt. Also er hat einen guten Dollar dabei gehabt. Ja, wie gesagt. Den Versuch hat er bitter bereut, liebe Leute. Den hat er richtig bitter bereut. Den musste er mit dem Leben zahlen. Gut, dass ich schon reagieren konnte. Sonst wäre er nämlich mit meinem, mit meinem Pferdchen weg gewesen. Alter, dieser ging ordentlich Verkehr, ja. So, warte mal. Jetzt geht's hier rechts durch. Machen sie mich jetzt schon langsam mal in Richtung John auf.
Und da erwartet uns dann schon die nächste Mission. Die Frage ist, wie lange dauert das, bis es Kapitel 3 weitergeht? Ich weiß, dass einige schon Kapitel 4 sind. Die Rebbi zum Beispiel, die ist nämlich gerade jetzt parallel noch am Streamen, während ich hier aufnehme. Aber die ist schon, ja, gute 20 Folgen weiter als ich. Letztendlich. Ich bringe nur eine Folge pro Tag raus und sie teilweise ja manchmal 2 bis 3. Aber hat halt nur dieses eine Projekt. Sie macht ja halt im Stream. Also sie streamt halt quasi ihr Let's Play. Und ich mache halt mehrere Projekte am Tag und alles. Wenn ich nur Red Dead machen würde, würde ich natürlich auch 2, 3 Folgen pro Tag rausbringen. Ne? Aber wie gesagt, das soll jeder auch für sich selber entscheiden und jeder machen, wie er Lust und Laune hat. Ja. Falls ihr die Review mal hören wollt, könnt ihr natürlich gerne in die Videobeschreibung gucken. Da steht sie nämlich irgendwo drin. Da ist auch ein Link zu ihrem Kanal und da könnt ihr sie gerne mal besuchen. Sie freut sich bestimmt über den einen oder anderen Zuschauer im Stream oder in ihren Streams und alles drum und dran. Abonniert sie, aktiviert ihre Glocke und dann verpasst ihr definitiv auch mal gar nichts. Apropos verpassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Red Dead Redemption 2. Genauso, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt und auch noch nicht meine Glocke aktiviert habt, dann macht das bitte. Dann verpasst ihr auch überhaupt gar nichts, wenn die nächste Folge rauskommt. Die kommt nämlich morgen um 16 Uhr. Wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder. Ansonsten in 2 Stunden, wenn es dann mit FIFA 18/19 weitergeht. Oder einfach mal während den anderen Projekten. Bis dann auf jeden Fall. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid bei Red Dead Redemption 2. Ciao.